Ich grüße euch zu diesem Mexiko-Vlog. Heute gehe ich auf eure Fragen drauf ein. Ihr wolltet wissen, wie ist die Lage gerade hier? Was kostet das Leben hier? Wie ist die Sicherheit? Und wie sind die C-Maßnahmen? Über all dies werde ich heute sprechen. Und ja, bleibt dran, es wird spannend. Erstmal vorweg als kleiner Disclaimer. Ich bin hier in der Halbinsel von Yucatan. Heißt, ich kann jetzt nur über die Städte hier und diese Region sprechen, denn Mexiko ist unglaublich groß und hier gibt es riesengroße Unterschiede von den einzelnen Regionen und den einzelnen Städten. Deswegen, wenn ihr jetzt nach Mexico City gehen möchtet oder an die Pazifikküste, müsst ihr da nochmal speziell nachschauen, das kann sich da komplett einmal geändert haben. Das einmal vorweg. Und jetzt die spannende Frage, was kostet es hier zu wohnen? Weil das ist ja meistens einer der Hauptkostenpunkte beim täglichen Leben. Und das ist extrem unterschiedlich. Ich bin jetzt hier gerade hier im Oktober, November, heißt in der kompletten Off-Season. Im Dezember geht es langsam wieder los mit der Saison. Das bedeutet, dass jetzt gerade für mich relativ günstig ist, hier Wohnungen anzumieten. Ich miete jetzt hauptsächlich über Airbnb. Das Apartment, was ich jetzt gerade gemietet habe, ist eine absolute Ausnahme, super günstig und riesengroß. Kostet mich jetzt 1.300 Euro mit Airbnb-Miete, also Taxes-Fee und der ganzen Kram, alles einmal komplett included. Normalerweise kostet aber halt ein kleines Studio mitten in der Stadt in Playa del Carmen, wo ich jetzt gerade bin, um die 1.500 Euro bis ja, 2.000 Euro ohne Probleme. Und wie gesagt, das ist halt in der Off-Season hier. Selbes Spiel wäre halt auch ungefähr in Cancun. In Tulum könnt ihr ohne Probleme nochmal mit dem Doppelten bis Dreifachen rechnen, wenn die Saison halt wirklich losgeht. Wie gesagt, Tulum ist halt einfach super teuer. Genau, allerdings, wenn ihr halt wirklich langfristig hier wohnen wollt, dann ist es rum relativ günstig. Da könnt ihr halt eine normale Wohnung, also halt um die 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, könnt ihr für so um die 300 Euro kriegen. Wie gesagt, schwankt halt einfach unglaublich, je nachdem, wo ihr seid, wo ihr hin wollt und ob ihr halt kurzfristig da seid, wie ich, oder halt wirklich langfristig halt in diesem Land leben wollt. Dann noch zu dem Punkt mit den Wohnungen. Strompreis hier schwankt halt auch wieder extrem. Was ich jetzt aber mitbekommen habe, ist, dass ungefähr, also der günstigste Tarif liegt bei 50 US-Dollar Cent je Kilowattstunde. Also, so okay. genau, dann noch zu den Wohnungen. Also fast jede Wohnung hier ist möbliert. Also halt auch die, die ihr halt privat mieten wollt und wenn ihr jetzt kein Airbnb habt. Könnt halt einen guten Grundstock haben oder halt nur ein paar Standardmöbel in der Wohnung haben, aber ihr braucht halt immer noch komplette Ausrüstung, also halt Bettlaken, Geschirr, all die Sachen braucht ihr halt dennoch immer. Deswegen habe ich mich halt für Airbnb entschieden und halt nicht für eine lokale Wohnung. Genau, dann hat fast jede Wohnung halt hier oder halt die besseren, sag ich mal, für die westlichen Standards. Die haben fast alle einen Pool, was ein riesengroßer Pluspunkt halt für uns Europäer ist, weil wir das halt einfach total schön finden. Genau, dann Transportkosten. Erstmal vorweg, es gibt quasi hier in dieser Ecke keine Bahn. Da gibt es nichts, es wird gerade noch gebaut. Wird dann später so, was wären das dann, um die 5 bis 10 Euro kosten. Was halt dann wiederum für die meisten Locals viel zu teuer ist, heißt, dieser Zug wäre halt dann quasi nur für die Europäer. Der ist aber halt noch im Bau, das kann sich halt noch über Jahre hinziehen. Das ist halt Mexiko. Das weiß man nicht, wie schnell oder wie langsam sowas geht oder ob Gelder veruntreut werden. Genau, nächster Punkt. Dieses permanente Hundegebellen, das hast du in fast jeder Wohngegend, außer halt in den super teuren Hotelgegenden, die halt komplett geschlossen sind. Oder halt in den Gated Communities, die du halt auch relativ viel hier hast. Genau. Also, sonst normale, also der Hauptverkehr läuft hier halt über Busse.
Und da kostet jetzt eine Strecke beispielsweise von Playa del Carmen nach Tulum. Die kostet mit dem Bus da so circa 2 bis 3 Euro für 60, 70 Kilometer. Also super günstig, weil versuch mal in Deutschland für 2 bis 3 Euro in deiner Stadt mit dem Bus hin und her zu fahren. Das ist ja schon fast unmöglich. Also das ist ein riesen Pluspunkt. Dann in Playa und in Tulum sind die Taxis, in Cancun, Entschuldigung, sind die Taxis relativ günstig. Da kommst du halt wirklich so für 2 bis 3 Euro fast überall hin, was extrem cool ist. In Tulum wiederum zahlst du halt wirklich so 10 Euro für fast jede Taxifahrt. Es ist halt einfach alles mega teuer da. Also wirklich, alle Preise, die ich halt hier erzähle, sind halt größtenteils für Playa del Carmen und halt noch größtenteils auch Cancun. Und für alles in Tulum könnt ihr einfach das 2- bis 3-fache oder auch 4-fache draufrechnen. Genau. Dann wichtig ist zum Thema Obst und Gemüse. Ist auch relativ günstig hier, beispielsweise 1 Kilo Papaya kostet hier um 1 Euro rum und 1 Kilo Äpfel kostet hier teilweise 1,50 Euro. Heißt, die lokalen Früchte, die halt hier auf diesem Kontinent besser wachsen, sind in der Regel halt günstiger. Dabei ist halt zu beachten, dass halt alle unverpackten Lebensmittel, also halt alles Obst und Gemüse, muss halt vorher gereinigt werden von den ganzen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Die nutzen die halt hier zuhauf. Die müssen halt erstmal halt eine halbe Stunde oder so eingeweicht werden, damit die davon befreit werden. Genau, das war's dann zum Thema Alkohol. Was kostet der hier ungefähr? Da ist halt ihr Bier, ist hier super, super günstig. Du kannst halt hier lokales Bier, ein Sixer für um die 3 Euro kriegen, was halt hier wirklich relativ günstig ist. Dann wiederum aber halt für Wein zahlst du halt mindestens 5 Euro für eine Flasche, Tendenz eher zu 10 Euro für eine Flasche Wein. Weiß ich nicht warum. Dann wiederum SIM-Karten bzw. halt Internet ist hier extrem günstig. Da kriegst du von Telcel, was halt so der Anbieter ist, den ich empfehlen würde, der kriegst du halt einen Unlimited Datentarif, wo du halt dann oder du halt auch noch Tarife kriegst, wo dann halt zum Beispiel WhatsApp oder Facebook und solche Dinger halt dann quasi halt unlimited sind und für den Rest zahlst du dann halt, das kriegst du dann halt hier für 10 Euro im Monat, also super günstig. Ja, das wäre so jetzt einmal der grobe Überblick zu den Unterhaltskosten hier, beziehungsweise die Lebenskosten. Ach ja, sonst noch zum Thema Weggehen. Also wenn ihr jetzt rausgeht in Bars oder Clubs oder halt auch einfach in ein Restaurant gehen wollt, ist relativ europäisch die Preise halt hier, wenn ihr wirklich in ein normales Restaurant gehen möchtet, dann zahlt ihr halt wirklich so um die 10 Euro halt für ein Essen und dann halt auch immer so 3 bis 5 Euro für ein Getränk, je nachdem was. Genau. Wenn ihr aber halt dann zum Beispiel dann Tacos am Straßenrand euch holt, dann ist es halt wiederum super günstig, auch mit dem Drink und allem. Das ist halt super cheap, aber die gibt es halt an jeder Ecke. Ja, genau, das wäre es jetzt einmal so zum groben Überblick. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Part, nämlich wie ist die aktuelle Lage, wie ist die Sicherheit, dann das wundervolle C-Thema, Politik und Einreise. Wo fange ich an? Ich fange bei dem Sicherheitsthema an, weil es jetzt ja gerade relativ aktuell ist. Es gab ja vorletzte Woche war ja das die Schießerei in Tulum. Und ich war einen Tag später in Tulum und die ganze letzte Woche war ich auch in Tulum. Ich habe mich super, super sicher gefühlt.
Und tatsächlich haben die jetzt auch gerade die Nationalgarde für diese Ecke mobilisiert. Und es ist kein Witz, es ist wirklich kein Witz. Es stehen alle 500 Meter an den Hauptstraßen zwei Nationalgardisten mit Maschinengewehren und Pistole mit Helm, also komplettes Programm. Also ich persönlich fühle mich da halt super sicher, plus halt, dass die Polizei da mit dem Militär, weil das nochmal, also Nationalgarde, Polizei und Militär gibt es da im Endeffekt, fahren die halt zusammen, Streife heißer, knallen dann zwei Pickups mit zusammen, keine Ahnung, 15 Leuten oder so, wirklich permanent durch alle Straßen durch. Selbes Spiel hast du halt auch in Cancun und Playa, weil es halt einfach super touristisch ist und ganz, 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 ganz viel Geld hier reinkommt, hast du ganz, ganz, ganz viel Militär und Polizei hier überall rumstehen und fahren. Heißt, ich fühle mich super sicher und auch in den Gegenden, wo es halt sonst kaum Militär oder Polizei präsent gibt, wie zum Beispiel in der Ecke, wo ich jetzt halt gerade lebe, fühle ich mich trotzdem immer noch super sicher. Also wenn ich irgendwo nachts lang fahre, ohne Licht und mit dem Fahrrad bzw. keine Straßenlichter und diese Sachen, fühle ich mich total sicher. Und auch die Locals sagen mir, hey, es ist sicher in den und den Ecken und richtige No-Go-Areas gibt es hier fast gar nicht. Beziehungsweise sind mir gerade gar keine bekannt. Ja, genau, das quasi einmal so zum Sicherheitsthema. Also ich finde es super sicher und halt klar, die klassischen Sachen solltet ihr beachten, so, keine Ahnung, als Frau sollte man nicht nachts irgendwo rumlaufen, du solltest nicht mit deiner goldenen Rolex irgendwo lang protzen und solche Sachen, aber halt die normalen touristischen Sachen solltest du beachten und dann ist alles cool, wie in jedem anderen Land. Dann, Politik und Corona packe ich dann halt auch einmal zusammen. Der Präsident ist da sehr, sehr, wie soll ich sagen, also für ein offenes Land. Er möchte, dass die Bevölkerung selbst entscheidet, ohne äußeren Druck, wie sie zu handeln haben, was sie tun möchten, was sie machen dürfen oder auch nicht. Da ist er wirklich sehr, sehr frei. Und man muss dazu sagen, dass sogar die Kartelle... Sorry, da kam gerade ein Flieger an, denn hier in der Ecke gibt es einen kleinen Privatflughafen. Letzter Punkt dann noch zum Thema Sicherheit bzw. mit der Politik. Die Kartelle sind ja halt hier super, super stark und sorgen halt dann dafür, dass halt auch wirklich alles offen bleibt. Will damit sagen, dass die Kartelle auf der Seite des Präsidenten sind oder der Präsident auf der Seite der Kartelle ist. Das ist halt hier so ein Wechselspiel. Und die Kartelle sind halt so stark, beziehungsweise so skrupellos, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass sie halt auch knappe 70 Politiker umgebracht haben, die halt für Lockdowns waren, alles dicht zu machen und den ganzen Kram. So, dass halt die Lockdowns hier super kurz und super schnell waren im Verhältnis zu dem, was wir halt in Europa hatten. Und so wie es halt aussieht, wird es halt da auch keine Lockdowns mehr geben oder halt super strenge Maßnahmen. Das ist halt hier relativ locker. Heißt, hier in der Halbinsel ist es halt so, Maske tragen und Fieber messen halt im Eingang, also halt Maske tragen im Laden, Fieber messen, heißt aber du gehst einmal mit der Hand an dieses Messgerät ran, dann wird einmal kurz gemessen und dann gehst du halt in den Laden rein, plus dass du halt überall Desinfektionszeug in die Hand gespritzt kriegst oder auf die Hand. So, das ist alles. Wirklich, das ist alles und ganz oft reicht es auch, wenn du die Maske unter der Nase trägst, da sind die halt alle cool mit. Ist aber halt auch der Punkt, dass die meisten Mexikaner super höflich sind und halt auch nichts dagegen sagen würden. Woran könnt ihr halt sonst noch erkennen, ob der Laden halt was für euch sein könnte oder nicht? Ganz oft laufen die Besitzer selber halt ohne Maske rum, dann weißt du, alles klar, cool, dann kann ich halt auch ohne Maske reingehen. Ja, das sind halt jetzt gerade so die Maßnahmen, also Clubs haben offen und sonst alles andere halt auch offen. Und brauchst du keine Registration, keinen Impfnachweis oder irgendeinen anderen Quatsch. Brauchst du alles nicht, interessiert niemanden. Da sind die wirklich super entspannt hier. Und zum Beispiel, anderes Beispiel, deswegen sagte ich,
dass ihr halt jeweils in der Region immer nochmal nachfragen müsst, wo ihr hin wollt. Denn Mexiko-Stadt ist halt tatsächlich so, dass die da viel, viel strenger sind, was das angeht. Da solltest du sogar halt in der Öffentlichkeit auf den Straßen Maske tragen. Du wirst halt total komisch angeguckt. Wenn du es mir nicht machst, da kommt aber halt dann wieder die mexikanische Höflichkeit hinzu, die es wirklich gibt, dass sie halt dann nichts sagen oder dich nicht ansprechen. Ja, dann noch quasi letzter Punkt mit der Einreise. Wie gesagt, ihr braucht da halt nichts, keinen Impfstatus, keinen Test, gar keinen Test. Ihr könnt halt kommen, wie ihr wollt und reist ja einfach ein. Natürlich mit einem Rückflugticket kann ich halt empfehlen, so, dass ihr das halt habt. Und könnt halt ohne Probleme, ohne Visa beantragen, 180 Tage halt hier bleiben. Und wenn halt hier bleibt und hier halt wirklich leben wollt, geht es ohne Probleme relativ einfach, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Dann könnt ihr halt quasi permanent hier bleiben oder beantragt halt ein Visa und. Da gibt es halt auch ein paar Mittelchen, wenn man halt hier ist, wie man das halt alles beschleunigen kann. Mit halt ein bisschen Geld geht hier halt sehr, sehr viel in diesem Land. Ja, das war jetzt einmal so der Überblick, wie ist es in dem Land, was kostet es und wie ist die Sicherheitspolitik gerade, beziehungsweise die Einstellung hier in diesem Land. Wie gesagt, ich kann es wirklich jedem hier empfehlen, mal hinzukommen, längere Zeit hier zu bleiben. Vor allem halt hier in der Halbinsel, in dieser Ecke hier, die ist wirklich wunderschön. Es macht richtig Laune hier, vor allem jetzt, wir haben November und der Tiefstwert die letzten Tage waren halt nachts 19 Grad und tagsüber geht es halt wieder auf 30 Grad hoch. Es ist ein Träumchen. Kommt vorbei, schaut euch mal an und ja, sammelt eure eigenen Erfahrungen und Eindrücke.